Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 97. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch dein Wort jeden Tag erneut zu uns sprichst. Darum beten wir dich auch jetzt im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 2. Mose 29 bei der Beschreibung des täglichen des beständigen Brandopfers. Wir lesen in Vers 43. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Wir lesen später im Neuen Testament, im 1. Korinther, ihr könnt in Kapitel 3 und auch 6 die entsprechenden Verse einmal selbst heraussuchen, dass wir als Gläubige, als Gemeinde, als einzelne Gläubige auch, ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und die Bibel lehrt, dass wir geheiligt werden sollen. Und hier steht, wie wir geheiligt werden: durch die Herrlichkeit Gottes. Sie heiligt uns, diesen Tempel des Heiligen Geistes. Und ich will die Stiftshütte heiligen, samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr ihr Gott. Warum hat Jesus mich und dich erlöst? Warum ist er für uns gestorben? Warum hat er uns aus der Knechtschaft der Sünde und des Zweifels und der Angst befreit, damit er mit uns leben kann? Damit er in unserer Mitte, in unserem Alter, gegenwärtig sein kann. Das ist sein Ziel. Lasst uns ihm in dieser Hinsicht folgen. Lasst uns ihn einladen in unser persönliches Leben. Lasst uns realisieren, dass die Erlösung dazu führt, dass Jesus jeden Tag in unserem Alltag präsent sein darf. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch. Und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände, ringsum und seine Hörner, und sollst ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Auch hier ein Symbol für die Krone, für das Reich Gottes. Und mache ihm zwei goldene Ringe unter dem Kranz. An seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Ihr könnt in Psalm 141 einen Vers finden, in dem das Räucherwerk hier auf dem Räucheraltar verglichen wird mit unserem Gebet. Wir brauchen jeden Tag Zeit für das Gebet zu unserem himmlischen Vater. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Das Gebet kann durch nichts anderes ersetzt werden. So wichtig Speis und Trankopfer hier sind, sie konnten das Räucherwerk nicht ersetzen. Das Gebet hat seinen eigenen ganz besonderen Platz im Leben des Gläubigen. Aber einmal im Jahr. Soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken. Für eure Geschlechter er ist dem Herrn hochheilig. Von diesem besonderen Tag wird dann etwas später in 3. Mose 16 sehr ausführlich berichtet. Etwas, das auch für uns in der Zeit, in der wir leben, prophetisch von größter Bedeutung ist. Vielleicht könnt ihr selbst schon mal ein bisschen in dieser Hinsicht recherchieren in der Bibel. Wir werden im Laufe dieser Serie ja noch die entsprechenden Stellen ausführlicher anschauen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schekel geben nach dem Schekel des Heiligtums. Ein Schekel gilt 20 Gera einen halben Schegel als Hebopfer für den Herrn. Jeder, der durch die Zählung geht, im Alter von 20 Jahren und darüber, der soll dem Herrn das Hebopfer geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schäkel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, da macht es keinen Unterschied, ob ich reich oder arm bin. So ist es bei der Erlösung. Der Preis für unsere Erlösung war für alle gleich. Es gibt keinen Unterschied in dem Evangelium zwischen Menschen verschiedener Klassen, verschiedener sozialer Schichten oder Einkommensklassen. Und du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftsüde geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach: Du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen, und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus, die, aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke für das Privileg dass wir zu dir beten dürfen und dass du immer ein offenes Ohr für uns hast und danke, dass wir wissen dürfen, dass vor dir wir alle gleich sind, das bitten wir und danken dir im Namen Jesu. Amen.